Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das ist jetzt die 100. Folge Bloch erklärt. Und wenn mir einer vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass wir in so kurzer Zeit mal 100 Folgen produzieren, dass wir damit so viel Erfolg und so viele Millionen Abrufe holen, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und manchmal liegt man in seinen Einschätzungen eben falsch. Und wir sind mit dieser Folge quasi offiziell zum Dauerläufer geworden. Und weil wir das sind, haben wir uns auch entschieden, uns um Dauerläufer zu kümmern. Hinter mir steht ein Lexus LS 400 und der ist in seinen 16 aktiven Jahren 1 Million Kilometer gefahren. Mit einem Motor und einem Getriebe. Und darum kümmern wir uns heute. Wie hält das Auto ewig? 10 Punkte, die das ermöglichen. Und ich sage euch was. Das wird sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also in einem Auto zu sitzen, das über 1 Million Kilometer drauf hat, ist eine. Ey, springt sofort an, das Motörchen. Sehr schön. 1 Million Kilometer hat der Motor da vorne drauf. 1 Million Kilometer hat das Getriebe drauf. Das ist ein alter Herr, deswegen quälen wir ihn nicht mehr. Er hat ja wirklich viel geleistet. Aber mal so einen gewissen Fahreindruck. Schön. Mag ich. Vor allem der Motor, hört mal hin. Ja, ganz sämig. Ganz rund, wie er läuft. Ja, das ist so ein ganz typischer Langstrecken-V8-Motor. Das Auto ist 1993 von einem holländischen Futtermittelhändler gekauft worden und der hat da richtig Strecke gemacht. Er hat innerhalb von 16 Jahren über 1 Million Kilometer auf den LS 400 hier drauf gefahren. Das heißt über 60.000 Kilometer im Jahr. Ganz klassisches Langstreckenauto. Und irgendwie ist das krass, oder? 1 Million Kilometer. Also wenn man mit seinem Auto, bei modernen Autos, mal 200.000 schafft, mit einem kleinen Motörchen, ist man schon froh. 300.000 ist schon großartig. Eine 500.000 ist schon der Wahnsinn. Aber 1 Million Kilometer. Und das Auto fährt sich, ehrlich gesagt, wenn ich ihn jetzt hier so um die Ecken werfe, so, als hätte er gerade mal ein Fünftel davon absolviert. Wer sich jetzt wundert, wieso ich hier nur auf dem Parkplatz rumkurve, da gibt es zwei Gründe dafür. Zum einen ist der LS 400 eben ein alter Herr. Und einen alten Herrn quält man nicht mehr. Gerade dann, wenn er 1 Million Kilometer hinter sich hat, wirft man den nicht mal auf die Autobahn und lässt ihn von so einem jungen Wilden wie mir malträtieren. Der nächste Punkt ist, das Auto hat keine Zulassung mehr. Und deshalb dürfen wir damit nicht auf die öffentliche Straße, aber hier auf dem privaten Parkplatz von Toyota dürfen wir den V8-Motor, den LS 400, ein bisschen genießen und es ist gerade etwas Genuss. Es ist wirklich erstaunlich, wie leise das Auto ist, wie gut er immer noch federt, wie sämig da vorne der Motor läuft. So ein bisschen bin ich gerade verliebt. Das gebe ich zu. Also es gibt ja immer so einen Moment, wo du alte Autos fährst und die sehen außen schön aus und fährst du sie und bist ein bisschen enttäuscht. Aber hier ist das Gegenteil eingetreten. Ich habe nichts erwartet. 1 Million Kilometer ist halt schon ganz schön runtergeritten, habe ich gedacht. Aber ganz im Gegenteil hier, das ist wirklich großartig. Und es ist echt schade, dass ich jetzt nicht 1993 zurückschnippen kann und mich nochmal in das neue Auto reinsetzen kann, um zu gucken, was hat sich denn geändert. Weil das fährt sich jetzt immer noch klasse und das fühlt sich auch klasse an. Ich könnte jetzt einfach noch, ich hätte jetzt echt Bock, mit dem Auto hier mal einen Trip zu machen. Auch wenn die Sitze wirklich massiv durchgesetzt sind. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man am meisten merkt, dass das Auto wirklich Kilometer gemacht hat. Denn die Sitze haben Blick. Sie sehen immer noch gut aus. Das sind Ledersitze. Wir haben wahnsinnig Patina. Hier diese Risse drin. Das sieht wirklich richtig klasse aus. Mir gefällt das ja. Also wenn ein Auto gelebt hat, wenn es was zu erzählen hat. Aber man sitzt halt gefühlt quasi auf dem Unterboden. Die sind komplett durchgesessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier der Gangwahlhebel von der Automatik, das ist etwas, da zückst du erstmal zusammen, bevor du dran fasst. Weil da ist so, hat sich so eine richtige Kruste drüber gebildet. Ja? Das ist schon wirklich interessant. Aber gucken wir uns mal den Innenraum an. Das sieht alles top aus. Ja, da ist auch kein Soft-Touch-Lack drin, sondern da sind einfach Materialien drin. Die haben 1 Million Kilometer, ganz, ganz viel UV-Strahlung, viel Berührung, viel Benutzung, erstaunlich gut überstanden. Wenn ich mir hier das Audiosystem angucke, wenn ich mir vorstelle, wie oft da ein Sender gewechselt worden ist, wie oft die Lautstärke eingestellt worden ist. Also ich kriege da ein bisschen Ehrfurcht vor einem Auto, das so viel erlebt hat. Zum einen, dass man
ein Auto baut, das so lange hält, weil das ist ja nicht nur gute Pflege, sondern muss ja auch der Autobauer was richtig gemacht haben, damit ein Auto überhaupt die Chance hat, so lange zu fahren. Und zum anderen, in welchem Zustand sich das Auto noch präsentiert. Gut, der ist gepflegt. Auch ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir auch später noch dazu, dass Pflege bei einem Auto sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz sieht der nicht nach 1 Million Kilometer aus. Schön. Nutzt Mechanik nur dann, wenn ihr sie braucht. Klingt logisch, ist aber für einige Zeitgenossen gar nicht mal so einfach umsetzbar. Und mir geht es ganz speziell um die drei Pedale im Auto. Gas-, Brems- und Kupplungspedal. Ums Lenken geht es nicht unbedingt, das sollt ihr auch nicht partiell einstellen. Und weil es um die drei Pedale geht, gehe ich jetzt mal hier von dem LS400 weg. Das ist nämlich ein Automatikauto, logischerweise mit zwei Pedalen, rüber zum Celica hier. Der ist nicht nur wunderschön, sondern das ist auch ein schöner, handgerissener, manueller Schalter. Gas-, Brems- und Kupplungspedal. Und ich fange beim Gaspedal an. Ja, es macht Spaß, Gas zu geben. Mir auch. Definitiv. Aber trotzdem ist ein Motor, ein Auto, das gleichmäßig belastet wird, dankbar dafür. Ja, wenn ich immer wieder noch mal aufs Gaspedal gehe, wo es mir eigentlich keinen Sinn bringt, wo ich keinen Geschwindigkeitsvorteil habe, hier noch mal Autobahn, schnell raus, noch mal aufs Gas, noch mal einen Schlag aufs Getriebe, auf die Antriebswelle, auf die Räder, das tut der Mechanik auf Dauer nicht gut. Lieber schön gleichmäßig fahren und sich überlegen, ob man jetzt in diesem Moment unbedingt noch mal angasen muss. Ja, natürlich macht es Spaß, Gas zu geben, aber es muss nicht immer irgendwo noch mal bam aufs Gaspedal gedrückt werden. Und direkt daneben ist das Bremspedal. Und was zeichnet unter anderem einen guten Autofahrer aus? Dass er wenig bremst. Das heißt jetzt aber nicht, dass er wie ein Geistesgestörter durch die Gegend rast. Nein, das heißt, dass er gleichmäßig vorausschauend und schwungnutzend fährt. Dann braucht er eben das Bremspedal nicht so oft und belastet auch das mechanische System nicht so oft. Es kann sogar richtig sicherheitskritisch werden, wenn ich die Bremse zu oft nutze. Eine Passabfahrt mit einem vollgeladenen Auto, Anhänger vielleicht noch hinten dran und ich stehe ständig auf der Bremse. Was passiert? Mein System verschleißt nicht nur besonders, sondern es wird auch noch überhitzt. Und im allerschlimmsten Fall habe ich unten am Fuß des Berges keine Bremsleistung mehr. So ein Auto so schwer, nur auf die Bremse, da kann eine Bremse schon mal heiß werden. Und dann kriege ich unten am Fuß des Berges kriege ich dann Fading und das ist nicht so gesund. Das macht keinen Spaß. Da muss man die Motorbremse nutzen. Die Motorbremse ist grundsätzlich auch eine gute Variante, um das Auto zu verzögern. Ja, und dann haben wir noch das Kupplungspedal. Und das Kupplungspedal ist ja für einige Zeitgenossen ein Ruhekissen. Da kann man sich ein bisschen drauf ausruhen. Und wenn man jetzt aber sich drauf ausruht, kann es sein, dass die Kupplung so ganz leicht greift. Oder aber ich stehe an der Ampel. Gang ist ausgekuppelt und trotzdem stehe ich noch komplett auf der Kupplung drauf, wo ich das gar nicht brauche. Ich nutze also eine Mechanik, die jetzt gerade unnötig ist. Und das geht natürlich aufs Ausrücklager der Kupplung. Es muss nicht unbedingt sein, dass es dann kaputt geht. Nein, aber wieso soll ich etwas nutzen, was ich in dem Moment gar nicht brauche? Und so hat man ganz viele Punkte am Auto, wo man sich immer überlegen sollte, brauche ich die Mechanik jetzt? Muss ich die stressen? Oder kann ich mit kluger Fahrweise, gleichmäßiger Fahrweise meistens, das Auto einfach ein bisschen mehr in Ruhe lassen? Den Motor richtig einfahren, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich habe ja schon mal ein eigenes Video nur übers Einfahren gemacht. Ich weiß nicht, wie der Erstbesitzer des LS400 den Motor hier eingefahren hat. Wir konnten nicht mit ihm reden, aber er scheint nichts falsch gemacht zu haben, sonst hätte der Motor nicht über 1 Million Kilometer gehalten. Was ist denn da der wichtigste Punkt beim Motor? Es ist vor allem die Beziehung vom Kolben zur Zylinderwand. Vor allem da muss eine gute Beziehung von Anfang an hergestellt werden, ein guter Lauf, damit der Motor eben ewig hält. Früher hat man ja Einfahröle verwendet, weil zum Teil die Motoren noch nicht so präzise gefertigt waren. Da wurden noch so richtige Metallteile abgesprengt. Nach 1500 Kilometer wurde das Einfahröl getauscht und es wurden auch diese Metallteile ausgeschwemmt. Und dann wurde normales Motoröl reingefüllt. Heutzutage braucht man das nicht mehr. Nichtsdestotrotz sollte man die Beziehung von speziell Kolben zum Zylinder, zur Zylinderwand pflegen. Wenn man sich die Zylinderwand anschaut, dann ist sie gehohnt. Die hat eine Struktur, das sind reingefräste Rillen, die dafür sorgen, dass zum einen die Reibung geringer ist und zum anderen auch für eine bessere Schmierung sorgen. Und diese Struktur, die muss man einschleifen, aber nicht abschleifen. Und den größten Fehler, den man am Anfang machen kann, wenn man den Motor einfährt, ist ihn zu überlasten. Und es gibt zwei Punkte, wo der Motor speziell überlastet wird. Zum einen bei niedrigen Drehzahlen, ja, bei dem Motor darf ich das ja ruhig mal machen, hohe Last geben
Weil da entstehen wirklich mächtige Kräfte zwischen Kolben und Zylinderwand. Und das ist für einen ganz neuen Motor doch ein bisschen zu viel. Oder aber ihm sehr hohe Drehzahlen zuzumuten. Auch das fordert den Motor gerade am Anfang sehr viel ab. Das heißt, diesen Bereich sollte man vermeiden. Los geht's, ja! Ja, da geht aber auch. Ob er jetzt in 2,7 oder 3,2 ist doch völlig egal. Deshalb sollte man die ersten paar hundert Kilometer den Motor im mittleren Bereich belasten. Mittlere Drehzahl, mittlere Last, aber ruhig ein bisschen abwechseln, damit er verschiedene Lastzustände sieht, aber nicht überlasten. Es gibt aber Aussagen, ja, man darf erst noch 3000 Kilometer mal richtig Vollgas geben oder hohe Drehzahlen. Nee, wenn ihr den Motor neu habt und ihr seid 400, 500 Kilometer auf einer Langstrecke gefahren, ja, der Motor hat sich schon ein bisschen eingeschliffen und der Motor ist schön warm, was immer wichtig ist bei einem Motor, kommen wir ja auch noch dazu, dann kann man auch mal höhere Drehzahlen ausprobieren, ohne dass der Motor Schaden nimmt. Aber grundsätzlich am Anfang mittlere Drehzahl, mittlere Last, verschiedene Belastungen und den Motor schön einfahren, damit sich eben Kolben und Zylinderwand aneinander gewöhnen und die Struktur eingeschliffen, aber nicht abgeschliffen wird. Und ein so eingefahrener Motor, ein so eingefahrenes Verhältnis zwischen Kolben und Zylinderwand ist die Basis dafür, dass ihr später eine gute Schmierung habt im Motor, dass das gut läuft, eine niedrige Reibung und damit auch die Basis dafür, dass ein Motor besonders lange hält, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vibrationen vermeiden. Vibrationen sind unglaublich mächtig. Und wie mächtig die sind, daran will ich nochmal mit dieser Bohrmaschine und dem Pflasterstein erinnern. Und zwar nehme die Bohrmaschine in der normalen Bohrfunktion und versuche in diesen Pflasterstein ein Loch reinzubohren. Ja, so ein bisschen Material wird abgetragen, aber da kann ich mir eine Zeit lang dran abbohren, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Und jetzt nehme ich die Schlagbohrfunktion. Man sieht's. Es geht quasi rein wie Butter. Und eine Schlagbohrfunktion ist ja nichts anderes wie der Vibrationsalarm einer Bohrmaschine. Es ist eine Vibration. Und die ist halt extrem mächtig und nimmt das Material auseinander. Und deshalb ist es so entscheidend, dass man im Auto eben Vibrationen vermeidet. Und wir gehen das jetzt mal nacheinander durch, wo Vibrationen entstehen können und wie ich sie vermeide. Ich fange an mit den Rädern. Vibrationen, die dort auftreten, sind sehr zerstörerisch. Denn die gehen auf die Radlager, die gehen auf die Radaufhängung, die nehmen das mechanische System auf Dauer auseinander. Und dann treten da Vibrationen auf, dann wenn das Rad nicht ausgewuchtet ist. Normalerweise werden die Räder ja ausgewuchtet. Das heißt, ich habe an der Innenseite so kleine Bleiblättchen verklebt, die das System wieder in Ruhe bringen. Aber es kann ja auch mal sein, dass so ein Plättchen wegfliegt, 5 Gramm, 20 Gramm. Und dann merke ich das eben im Lenkrad. Es fängt an zu vibrieren bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und wenn es vorne im Lenkrad vibriert, dann weiß ich, dann vibriert es am Rad, an der Aufhängung, noch viel stärker. Das ist echt mächtig, was da passieren kann. Aber es muss ja noch nicht mal sein, dass das Rad nicht ausgewuchtet ist oder dass was weggeflogen ist, sondern ich fahre durch Matsch oder über Eis und Schnee. Und das kann an der Felge festbacken. Und das nimmt dann auch den runden Lauf wieder auseinander. Ich habe wieder Vibrationen im Lenkrad, die mir wieder mein System auseinandernehmen können. Das heißt, wenn ich über Matsch und Schnee fahre, sollte ich danach die Felge wieder reinigen, damit die schön sauber ist und rund läuft. Und sobald nur irgendwie Vibrationen auftauchen, sich sofort drum kümmern, weil das ist wirklich, wirklich heftig, was da mit der Mechanik passieren kann. Motor kennen wir auch. Motor kann schon, also der Antriebsstrang kann schon relativ stark vibrieren. Man vibriert da zum Beispiel stark, wenn ich sehr niedertourig fahre und dann Last gebe. Dann merke ich, wie so der Antriebsstrang so richtig vor sich hin vibriert. Ist das gut? Nein, es gibt Autos, die sind dafür speziell ausgelegt gewesen. BMW 320D Efficient Dynamic Edition. Der hatte an der Kupplung spezielle Schwingungsdämpfer, damit das Auto sehr niedertourig und damit sehr spritsparend fahren konnte. Aber sobald ich bei einem üblichen Auto spüre, dass ich Vibrationen im Antriebsstrang habe, muss ich was tun. Zum Beispiel runterschalten, um einfach diese Vibrationen zu vermeiden. Starke Vibrationen treten auch auf schlechten Straßen auf. Jetzt kann man natürlich klugerweise einfach schlechte Straßen vermeiden. Ja, man kann um Schlaglöcher drumherum fahren, auch sehr klug. Oder man kann einfach die Geschwindigkeit reduzieren. Denn die kinetische Energie steigt ja im Geschwindigkeitsquadrat. Das heißt, wenn ich auf eine Kante drauf fahre mit der doppelten Geschwindigkeit, müssen Feder und Dämpfer die vierfache Energie wieder aufnehmen. Und das ist natürlich wahnsinnig belastend. Ja, jeder, der schon mal bei einem Rennen zugeguckt hat und gesehen hat, was da auf die Autos für Belastungen auftreten, Slow-Mo auf der Nordschleife oder bei der Formel 1, was da Feder und Dämpfer verkraften müssen bei hohen Geschwindigkeiten, weiß, ein bisschen langsamer fahren, kann mein Auto länger leben lassen. Ja, und dann ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt,
wie gehe ich denn mit meiner Schaltung um? Und los geht's, jawohl. Doch. Oh, das ist ein Pferd. Ach du Scheiße. Ja, schnell schalten soll man nicht, dann kommt die Synchronisation nicht nach. Und nochmal. Schönen Gruß an die Kupplung. Es gibt ja viele Leute, die glauben, dass sie die Schaltung besonders schnell reinreißen müssen, mit besonders harten Schlägen die Kupplung schnalzen lassen. All das führt zu Kraftspitzen, zu Vibrationen, die das System belasten. Zum Beispiel beim Schalten. Lass doch dem Getriebe Zeit, sich bei der Drehzahl anzupassen von einem auf den nächsten Gang, dass die Synchronringe sich anpassen können, dass da keine große Reibung entsteht. Auch prinzipiell Kraftspitzen, die ins Getriebe reinkommen, sind belastend. Das sind die Kräfte, das ist nicht die Drehzahl, das sind die Kräfte, die im Getriebe wirken, die es auf Dauer auseinandernehmen. Auch da gilt, wie ich es bei anderen Punkten schon gesagt habe, schön gechillt und gleichmäßig arbeiten, dann klappt es auch mit dem langen Fahren. Hört eurem Auto zu. Kümmert euch darum. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr es ab und zu durch die Waschanlage jagt und innen ein bisschen aussaugt. Nein, ihr müsst ihm schon sehr genau zuhören. Komm, wir suchen uns mal ein Auto hier aus, dem man gerne mal zuhört, was Besonderes. Ja. Da stehen ein Haufen Celicas in jeder Art und Weise. Ha! Hier! Da gehe ich mal. Guckt euch mal den Innenraum an. Krasse Kiste, oder? Wie er da steht. So wie ein amerikanischer Muscle Car, ist aber ein Japaner. Ja, Thema dem Auto zuhören, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn die meisten großen Probleme oder meisten großen Schäden, die kündigen sich schon mit kleinen Veränderungen vorher an. Und dann muss ich halt genau zuhören. Das ist vorne, klackern die Ventile, dröhnt da irgendwas, habe ich irgendwelche Vibrationen, die ungewöhnlich sind, sind meine Bedienkräfte ungewöhnlich, verändert sich die Temperatur oder ist die Temperatur in einem Bereich, wie ich sie vorher nicht kann. Das können nur kleine Veränderungen sein, weil wenn ihr früh genug an Probleme rangeht, werden es oft keine großen Probleme. Wenn ihr sie dagegen aussitzt, habt ihr ein Problem. Und es ist beim Auto nun mal wirklich so, dass das Auto eines Hypochonders wahrscheinlich länger lebt als das Auto eines Ignoranten. Den Turbolader immer abkühlen lassen. Das kann ich jetzt hier an dem LS400 nicht machen, denn das ist ein Saugmotor, schöner V8 Sauger, 4 Liter, schönes Maschinchen, sondern dann gehe ich hier rüber zu diesem Celica GT von 1991. Da ist eindeutig zu sehen, ein Turbolader drin. Ein Turbolader kann man übrigens hier auch durch das Blech sehr, sehr gut betrachten. Wieso das sinnvoll ist, komme ich gleich noch dazu. Aber grundsätzlich mal zum Turbolader. Der ist eines der am extremsten, vielleicht sogar das Bauteil im Auto, das am extremsten belastet wird. Er muss unglaublich schnell drehen. 150.000 bis 300.000 Umdrehungen, je nachdem wie er ausgelegt ist. 300.000 Umdrehungen pro Minute sind 5.000 Umdrehungen pro Sekunde. Eine Sekunde, 5.000 Umdrehungen. Wahnsinn. Und er dreht ja nicht nur wahnsinnig schnell, er macht das ja auch noch bei sehr, sehr hohen Temperaturen. Hier bei einem Ottomotor habe ich Temperaturen, die bis in den 1000 Grad Bereich hineingehen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung. Vor allem, wenn man sich vorstellt, ich habe auf der einen Seite hier am Abgasteil 1000 Grad und nur wenige Zentimeter daneben ist die Temperatur vielleicht schon um 800 Grad gefallen. Also wahnsinnige Temperaturgefälle. All das belastet das Material sowieso schon. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass der Turbolader gut geschmiert und gut gekühlt ist. Und wann ist er gut gekühlt und gut geschmiert? Na, wenn ich genügend Öldruck anliegen habe. Ja, wenn der Motor läuft, die Ölpumpe läuft und wenn das ganze System eben sauber geschmiert wird. Und wenn ich dann auch noch fahre, habe ich ja auch noch meinen Fahrtwind, der den Turbolader auch noch kühlt. Deswegen habe ich ja hier beim Celica oben nochmal dieses Lochblech darin, weil da schön Fahrtwind hier reinkommt und den Turbolader kühlt. Nichtsdestotrotz steht hier ein großes Schild, Hot Hands Off. Oh ja, da muss man die Hände wirklich davon weghalten. Gerade dann, wenn ich einen Grundfehler begehe. Und zwar, ich fahre auf der Autobahn wahnsinnig schnell, richtig angasen. Der Turbolader wird richtig belastet. Und dann überlege ich mir knall auf voll, ach, ich muss raus zur Raststätte. Und fahre, zack, sofort raus, stell den Motor hin und mach ihn aus. Was passiert dann? Der Turbolader ist ja jetzt schon knalleheiß. Er muss die ja richtig leisten. Er konnte jetzt über den Fahrtwind kaum noch abgekühlt werden, weil man ja sofort rausgefahren ist. Die Motorhaube ist zu und jetzt kann sich hier ein Hitzenest bilden. Und er wird ja gleichzeitig auch nicht mehr vernünftig geschmiert. Weil in dem Moment, wo ich den Motor abstelle, habe ich ja keine Ölpumpe mehr, die läuft und meinen Turbolader richtig schmiert und damit auch kühlt. Und was passiert dann im schlimmsten Fall? Ich nehme mal das hier, muss ich mir vorstellen, die Welle. Ja, die ist da im Ölbad geschmiert und jetzt plötzlich habe ich da ein Hitzenest. Und jetzt kann es eben passieren, dass an dieser Welle Öl verbrennt und sich richtige Rückstände hier reinbrennen vom Öl. Und eine Welle, die dann nicht mehr gewuchtet ist,
Ja, im Prinzip das gleiche wie bei einem Rad, wenn ich dann Gewicht anbringe, aber an der falschen Stelle. Die fängt natürlich dann an, irgendwann den Geist aufzugeben. Das heißt, den Turbo richtig abkühlen zu lassen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was heißt richtig abkühlen zu lassen? Das ist gar nicht mal so kompliziert. Ein Fahrtwind vor allem nutzen. Ja, ein paar Kilometer mit geringer Last den Turbo schön abkühlen lassen, ja, schön den Fahrtwind nutzen und dann, wenn man eben zum Parkplatz, zur Raststätte rausfährt, den Motor nicht sofort abstellen, sondern Auto hinstellen, kurz nochmal nachlaufen lassen, wenige Sekunden und dann abstellen. Und nicht, ich habe es wirklich gelesen, mehrere Minuten warten, nachlaufen lassen. Nein, das definitiv nicht. Das ist auch eine Umweltsauerei. Sondern schön Fahrtwind nutzen und ein bisschen abkühlen lassen. Und ein ganz wichtiger Punkt auch noch beim Turbo, Ölwechsel machen. Denn mit einem schlechten Öl kann es irgendwann passieren, dass sich eben an den Lagern hier Rückstände bilden. Dadurch eine Unwucht, das Lager läuft nicht mehr rund. Bei sehr, sehr hohen Drehzahlen kann man sich vorstellen, ist das sehr, sehr ungesund. Und auch dann kann der Turbolader Schaden nehmen. Immer gut schmieren. Und damit meine ich jetzt keine illegale Wirtschaftstransaktion, sondern es gibt bei einem Motor, bei einem Getriebe eine Menge Teile, die sich bewegen, zum Teil auch mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Und die wollen gut geschmiert sein, auch mit einem Schmiermittel von hoher Qualität. Und trotzdem gibt es im Netz eine interessante Diskussion darüber, ob ein Motorölwechsel überhaupt notwendig sei. Ja, Ursache ist ein Viso-Beitrag, wo vor einigen Jahren behauptet wurde, dass ein Hersteller ein Öl herstellen würde, das den Motorölwechsel obsolet machen würde. Das ist eine mutige Behauptung. Dann wurden auch noch Leute gezeigt, die mit dem Motor schon ewig fahren, keinen Motorölwechsel gemacht haben. Ja, es gibt aber auch Leute, die haben schon russisch Roulette überlebt. Das ist alles Glückssache, ehrlich gesagt. Von meiner Seite aus ist ein Ölwechsel, ist eine gute Ölqualität sehr, sehr wichtig. Und wieso? Ein Öl altert. Zum einen bauen sich die Additive ab, zum anderen ist das Öl ja eine Art Müllhalde für Schmutz, für Ruß, für Wasser, das sich darin sammelt, aber auch für Metallabrieb. Und dadurch leidet die Schmierfähigkeit des Öls. Irgendwann so stark, dass es gewechselt werden muss. Vor allem, es kann ja dann auch, wenn es gesättigt ist, mit lauter Schmutz dann nicht mehr so viel Abrieb und Schmutz aufnehmen. Also sollte man es wechseln, damit eben die Viskosität wieder passt und die ganzen Teile gut geschmiert sind. Und so teuer ist es nun mal auch nicht, sein Öl wechseln zu lassen. Also sollte man auf regelmäßige Ölwechselintervalle achten, auch wenn es natürlich so ist, dass zum Beispiel der Vielfahrer sein Öl vielleicht ein bisschen zu früh wechseln muss, während der Kurzstreckenfahrer vielleicht ein Ticken zu spät dran ist. Egal wie, Ölwechselintervalle sind sehr, sehr wichtig. Und auch beim Getriebe ist ein Ölwechsel, oder zumindest mal nach dem Öl zu schauen, nicht zu verachten. Gerade Doppelkupplungsgetriebe von VW sterben ganz gerne mal, wenn das nicht gemacht wird. Und ich kann eigentlich grundsätzlich bei jedem aufwendigen Getriebe nur empfehlen, dass man bei höheren Laufleistungen mal drüber nachdenkt, dort das Getriebeöl tauschen zu lassen und das Getriebe mal checken zu lassen. Vermeidet Kurzstrecken. Ein ganz wichtiger Punkt, denn Kurzstrecken sind bei einem Verbrennungsmotor Gift für den Motor. Beim Elektromotor ist es ein bisschen anders, aber wir reden ja über Verbrennungsmotoren. Und dieser Motor hier im LS400, ja, 4 Liter V8, hätte nie so lange gehalten, wenn sein Besitzer Kurzstrecken gefahren wäre. Der ist aber in 16 Jahren 1 Million Kilometer gefahren, sprich über 60.000 Kilometer pro Jahr. Und damit hat er den Motor schön auf Langstrecken belastet. Und das tut ihm gut. Was ist denn bei Kurzstrecken so schlimm? Da muss ich das mal vorstellen. Der Motor wird morgens angeworfen. Der ist kalt. Das Motoröl schmiert noch nicht richtig. Die Teile sind noch kalt. Die sitzen noch ziemlich eng zusammen, weil die Temperaturausdehnung erfolgt ja erst. Die Reibung ist dadurch höher. Insgesamt die Belastung im Motor ist deutlich höher. Auch die Verbrennung läuft noch nicht optimal. Aber das Ganze ist ja noch nicht warm. Beim Diesel habe ich noch einen höheren Rußeintrag, der mir zum Beispiel mein AGR-Ventil verkokt. Oder ich habe Kondenswasser in den Systemen, zum Beispiel im Kurbelwellengehäuse, hat sich Kondenswasser über Nacht gebildet. Wenn es sehr kalt war, ist das Kondenswasser vielleicht an der Kurbelwellenentlüftung sogar gefroren. Die funktioniert nicht mehr richtig. Alle Systeme sind eben noch nicht glücklich, wenn der Motor noch nicht warm ist. Und jetzt wird er belastet. 3-4 Kilometer und dann wieder abgestellt. Und dann ist er wieder kalt und dann wieder belastet. Und das tut dem Motor richtig weh. Das tut ihm viel, viel, viel mehr weh, als ein paar hundert Kilometer mit dem Motor zu fahren. Und deshalb sollte man sich gut überlegen, ob man Kurzstrecken immer mit dem Auto fahren muss. Muss ich die 2-3 Kilometer zum Supermarkt fahren, kann er auch das Fahrrad nehmen. Ja, tue ich ja noch was für meine Gesundheit und mein Motor freut sich drüber, wenn er jetzt nicht im kalten Zustand dahin fahren muss.
Und so sollte man sich eben echt überlegen, dass man das Auto so wenig wie möglich mit Kurzstrecken belastet. Denn ein warmer Motor lebt ewig. Ein ständig kalter, neu gestarteter Motor nicht. Chiptuning oder aber lange Vollgasfahrten vermeiden. Ich weiß, dass jetzt einige zusammenzucken und sagen, was hat er denn gegen Chiptuning? Ich habe überhaupt nichts gegen Chiptuning. Ich habe in meinem Leben selbst schon Chiptuning machen lassen. Ich habe es teuer bezahlt, ist aber eine andere Geschichte. Nur geht es ja in der heutigen Folge nicht darum, wie viel Leistung hole ich maximal aus meinem Motor raus, ja, so Fast and Furious mäßig, sondern wie hält mein Auto ewig? Übrigens für alle Fast and Furious Fans, ja, hier, schönes Supra. Paul Walker in Orange mit richtig Dampf unter der Haube, da war nicht nur der Chip getuned. Aber zurück zum Chiptuning. Gegen ein Chiptuning, das seriös gemacht ist, mit moderaten Leistungssteigerungen, ist erstmal nichts zu sagen. Was ist eine moderate Leistungssteigerung? Ich sage mal so 20% mehr als die Werksangabe. Also wenn ein Motor 200 PS hat und ich hole maximal 240 PS raus, also 40 PS mehr, dann gebe ich meistens grünes Licht. Denn die Hersteller machen es ja zum Teil auch nicht anders. Da gibt es zwei Motoren, die sind mechanisch quasi identisch. Und der eine ist halt mit der Motronic optimiert worden und es wird mehr Leistung rausgeholt. Das Wichtige ist nur, dass es halt seriös gemacht wird. Grundsätzlich macht man Chiptuning ja vor allem bei Turbos, weil es da einfacher ist. Da kann ich den Ladedruck etwas erhöhen, dadurch mehr Luft in den Zylinder bekommen, mehr Kraftstoff, bessere Füllung, mehr Leistung erzeugen und fertig ist die Maus. Na, so einfach ist es nicht. Ich muss ja auch noch die weiteren Motorparameter anpassen. Mein Motorkennfeld muss ja passen. Der muss ja mitgeteilt bekommen, das ist jetzt mehr Leistung. Und wer sich mal angeschaut hat, wie sich nur ein Zündwinkel über die Last und die Drehzahl ständig im Sekundentakt verändert, der weiß, da brauchst du eine feine Hand bei der Abstimmung für. Und wenn du das nicht machst, dann fliegt dir dein Motor auch irgendwann mal klopfend um die Ohren. Aber seriöse Chiptuner, die beherrschen das. Ein ganz wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz, wenn ich aus einem Motor mehr Leistung raushole, dann belastet das den Motor thermisch mit Drücken. Es ist nicht so, dass er weniger Stress sieht. Und wenn ich den Motor dann auch noch ständig in seinem oberen Leistungsbereich bewege, wenn ich Vollgasfahrten liebe und habe noch Chiptuning gemacht, dann wird sich mein Motor nicht mit längerer Haltbarkeit bedanken. Und deshalb gilt, ja, muss man leider so sagen, Thema ist ja, wie hält mein Motor ewig? Wenn der Motor ewig halten soll, dann sollte man vielleicht auf Chiptuning verzichten. Rost verhindern oder Rostschutz optimieren. Ist bei modernen Autos Rost denn noch so ein Thema? Naja, das Thema unserer Geschichte hier lautet ja nicht, so hält dein Auto ein paar Jahre, sondern so hält dein Auto ewig. Und auch bei modernen Autos kann der Rost irgendwann entstehen. Ja, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, gibt es verschiedenste Gründe, ob das jetzt Verzinkung ist, ob es ein hoher Aluminiumanteil ist, besserer Rostschutz, wie auch immer. Trotzdem kann Rost entstehen. Und dabei rede ich nicht über kosmetischen Rost. Ja, wir gucken mal hier bei dem Lexus, habe ich hier so ein paar Rostblüten. Hier am Kotflügel, da vorne am Steinschlag habe ich auch noch ein paar Rostblüten. Das ist nicht so schlimm, das ist alles noch machbar. Dramatisch wird es beim Rost, wir können es mal drunter legen, wenn es an die tragenden Teile geht. Ja, da guckt der TÜV-Prüfer genau hin und wenn ich da hingucke, sieht das hier auf den ersten Blick sogar ziemlich gut aus. Ja, sogar, also nicht rostfrei, aber ziemlich rostarm, so ein bisschen Flugrost macht da nichts aus. Und deswegen muss ich vor allem darauf achten, dass gerade der Unterboden nicht vom Rost zerfressen wird. Das Schlimme am Rost ist ja immer, der wächst ja von innen nach außen und vor allem in feuchten Bedingungen. Das heißt, wenn der Rost außen zu sehen ist, ist innen schon richtig was passiert. Ich habe es aber schon erwähnt, feuchte Bedingungen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wo stelle ich denn mein Auto hin? Was ist das Schlimmste, was ich tun kann? In eine feuchte, nicht gut belüftete Garage stellen. Da, wo schön von Boden her die Feuchtigkeit in die Karosserie eindringt und sich quasi in die Poren reinfrisst. Das ist natürlich die absolute Falle für ein schönes Auto. Da wird das sehr bald auch ein modernes Auto anfangen zu rosten. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Oldtimer in Kalifornien gekauft werden. Weil wieso? Weil es warm, nicht so feucht und da fällt üblicherweise kein Schnee, also liegt auch kein Salz auf der Straße. Jetzt kann man trotzdem beim Rost einiges tun, um das auch selbst zu verhindern. Ja, zum einen richtigen Standort, vielleicht gut belüftet, nicht zu feucht, das ist schon mal super. Und der nächste Punkt ist die Rostversiegelung. Wenn man unter das Auto drunter guckt, sieht man viele Ecken, wo der Rost sich sammeln kann. Und zwar immer dort, wo halt die Durchlüftung nicht so gut ist, irgendwie in Hohlräumen, ja, oder im Rathaus hier kann sich der Rost sammeln. Und deswegen machen die Autohersteller schon ein bisschen was, so ein bisschen Rostvorsorge. Wenn man so dran fühlt, fühlt man so ein bisschen Fett, wo sie bestimmte Hohlräume gefüllt haben, aber das kann man optimieren. Es gibt professionelle Rostversiegler,
die wirklich, stinkt wie Sau übrigens, die an so ein Auto, an den Unterboden rangehen mit so einer Spraypistole und so ein Gemisch aus Fett und was auch immer, überall reinsprühen. Wenn ein Auto wirklich ewig halten soll, kann man sich das wirklich mal gönnen. Und wenn man ein Schätzchen hat, wo man sagt, da will ich nicht, dass der rostet, ist das durchaus eine Variante. Definitiv. Also da kann man schon zwei Sachen machen, um den Rost zu verhindern. Regelmäßige Wartung und Werkstattbesuche. Der beste Hausarzt der Welt, also mein Hausarzt, der sagt immer, wenn du krank werden willst, gehst du zum Arzt. Und da ist was Wahres dran, auch beim Auto. Wenn ich ständig in der Werkstatt auftauche und sage, guck doch mal nach, da ist irgendwas dran, dann wird das Auto auch irgendwann was haben. Die Jungs verdienen schließlich Geld damit. Aber es ist einfach wichtig, dass man trotzdem das Auto regelmäßig wartet und auch in die Werkstatt fährt, wenn da Probleme auftauchen. Besonders wenn ich keine Ahnung von Autos, Motoren und Technik habe, dann muss ich mich auf Fachleute verlassen, die nach dem Auto gucken. Regelmäßig und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein bisschen Öl unter dem Motor habe oder unter dem Getriebe, dann ist es besser, wenn ich erstmal in der Werkstatt checken lasse, ob das nicht so schlimm ist oder ob man da vielleicht ordentlich was machen muss. Und Wartung ist ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es nicht nur um Ölwechsel, da geht es auch um so Sachen wie Zahnriemen. Wie oft stirbt ein Motor, weil der Zahnriemen eben nicht im Wartungsintervall gewechselt worden ist? Nur noch mal zur Erinnerung, der Zahnriemen ist ja oben für die Nockenwelle da, damit die eben im Takt der Zylinder die Ventile öffnet und schließt. Und wenn der Zahnriemen reißt, dann wird das Ventil nicht mehr angehoben. Der Kolben geht nach oben, knallt gegen das Ventil und die beiden gehen eine nicht so schöne Verbindung ein und oftmals stirbt dabei der ganze Motor. Ist sehr teuer. Deshalb sollte man auch unbedingt die Sachen, die gewartet werden müssen, in ihren Intervallen warten und, wenn Probleme auftauchen, in die Werkstatt gehen. Das waren also die 10 Punkte, mit denen ein Auto ewig oder zumindest lange hält. Aber man kann sich das auch selbst zusammenbauen, wie so eine Autogattung relativ kurz und die andere sehr lange fährt. Nehmen wir den Vergleich Formel 1 gegen LKW. Formel 1 Auto, relativ viel Leistung pro Liter Hubraum, sehr hohe Drehzahlen, wahnsinniger mechanischer Stress, relativ kurze Strecken. LKW, relativ wenig Leistung aus einem Liter Hubraum, relativ niedrige Drehzahlen und sehr, sehr lange Strecken. Und der Formel 1 hält ein paar hundert Kilometer und der LKW fährt ein paar hunderttausend Kilometer. Und wenn ich in einem Satz zusammenfassen soll, wie ihr fahren müsst, damit euer Auto ewig oder zumindest lange hält, dann fahrt nicht wie die Autotester. Ja, das war die 100. Folge. Ich habe mich lange drauf gefreut. Und nächste Woche gibt es noch was ganz Besonderes. Da rede ich nämlich über meine 10 liebsten Bloch-Erklärt-Videos und ein paar Outtakes. Die gibt es auch noch. Die habe ich selbst noch nicht gesehen. Ich bin also wirklich sehr gespannt drauf. Und ihr wisst ja, wenn euch das heute gefallen hat, dann abonniert uns auf die nächsten 100 Folgen.